Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mit euch über etwas reden, was mir in den letzten Tagen aufgefallen ist, so übers Shiften einfach. Und ich glaube, dass das wirklich sehr vielen Leuten helfen könnte, die gerade mit dem Shiften eher so strugglen oder einfach vielleicht noch nicht geschiftet sind. Denke ich, dass es auf jeden Fall eine große Hilfe sein könnte. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen einfach an. Und zwar ist mir aufgefallen, dass Shiften einfach leicht ist. Dass Shiften sehr leicht ist. Und ich glaube, der Grund, dass so viele Leute noch nicht geschiftet sind, ist, weil ihnen das einfach sozusagen falsch erklärt wurde. Und zwar ist es so, als ich vom Shiften erfahren habe, habe ich halt davon so erfahren und ich war dann so, oh mein Gott, krass, dass es sowas gibt und so. Aber ich habe dran geglaubt. Und wenn man erstmal so davon erfährt, so man kann andere Realitäten, ist man so, wow, das ist krass. Also das ist wie so eine Superkraft. Und ich finde, allein da fängt es schon an, dass es sozusagen falsch ist. Weil wenn man so denkt, boah, das ist so richtig was Großes, was Krasses, wie so eine Superkraft. Superkräfte sind halt auch eher, ne, etwas sozusagen nicht Echtes. Und dann verbindet man das, glaube ich, einfach damit, dass es etwas Schweres ist. Auch wenn man es nicht ganz bewusst macht, denkt man ja sich dann irgendwie, wow, Respekt, dass es sowas gibt und dass sowas klappt. Und ich glaube, da ist halt schon so der erste Fehler sozusagen, dass man das schon von Anfang an als etwas sieht, was schwer ist. Und dann wird einem ja noch gesagt, okay, du brauchst ein Skript und du brauchst eine Methode. Dann ist man schon so, wow, Skript, was ist das? Wie mache ich das? Wie schreibe ich das? Methode, wie geht das? Warum? Was muss ich da beachten? Darf ich mich bewegen? Und dann ist man schon so voll überfordert, so, okay, jetzt muss ich das machen und das, ich darf mich nicht bewegen oder darf ich mich doch bewegen, ich muss jetzt ein Skript schreiben. So, dann ist das nochmal so etwas, was dir sagt, okay, das ist etwas, wo man so eine Methode und ein Skript braucht. Also es ist nochmal krasser. Und ich glaube, dann setzt sich das einfach so im Gehirn fest, dass es etwas ist, wofür man auch so viel Mühe braucht und wofür man auch zum Beispiel Übung braucht. Und so ist es einfach nicht. Ich glaube, würden wir einfach Shiften so sehen, dass es etwas ganz Normales ist, ganz Alltägliches, wie zum Beispiel, sagen wir, in den Bus zu gehen und mit dem Bus irgendwo hinzufahren. Da denkt man ja auch nicht so, boah, das ist voll krass, dass in dem Bus so viele Leute sind, dass der Bus so viele Leute transportiert. Boah, ich hoffe, dass wir keinen Unfall bauen und so. Man geht einfach in den Bus und fährt dahin und dann kommt man auch da an. So, ich glaube, würde man das Shiften auch mehr so sehen, dass man es einfach macht und nicht so viel Gedanken darüber macht und so viel das und dies und ich muss ein Skript schreiben und ich glaube, mein Skript ist nicht ausführlich genug. Oh nein, ich habe mich bei meiner Methode bewegt. So, ich glaube, man macht sich das selbst einfach so sehr kompliziert, obwohl es halt einfach gar nicht kompliziert ist. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich glaube einfach, wenn mehr Leute, auch ich, einfach so den ganzen Tag lang über das Shiften nachdenken würden, als ob es komplett normal wäre, dann fühlen wir uns auch irgendwann so und ich glaube, dann können wir auch shiften. Weil, also es war jetzt, bevor bei mir die Sommerferien angefangen haben, also schon ist ein bisschen her, habe ich irgendwann mal mir so gedacht, warum ist Shiften eigentlich so kompliziert? Warum bin ich noch nicht geschiftet? Obwohl ich weiß, dass Shiften echt ist, obwohl ich immer Symptome habe, obwohl ich mich sehr nah zu meiner DEA fühle, warum bin ich nicht geschiftet? Und da ist mir das halt einfach wirklich aufgefallen, dass ich glaube, das Problem einfach an meinem Mindset liegt und nicht am Shiften an sich. So, ich könnte einfach shiften, wenn ich es möchte. So würde ich mir selbst so sagen, okay, ich lege mich jetzt hin und ich shifte. Ich versuche nicht zu shiften, ich shifte. Ich glaube, dann würde ich shiften. Ich glaube, würde ich mich einfach und auch alle anderen einfach hinlegen und so, okay, ich werde jetzt meine DR ankommen, ich werde jetzt shiften und ich weiß das und ich weiß, dass es leicht ist, ich weiß, dass es nicht kompliziert ist, würde es, glaube ich, einfach viel leichter gehen. So, ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine, aber also ich finde, es ist halt wirklich eine sehr große Mindset-Sache und würde man das halt wirklich so einfach als etwas sehr Leichtes, als etwas Normales, als etwas Alltägliches sehen, würde es, glaube ich, auch viel besser funktionieren. Ich glaube auch, dass es vielleicht auch so an den sozialen Medien liegt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt so auf TikTok oder so gehe und ich gucke mir Videos, also TikToks, übers Shiften an, steht da meistens immer so, I'm going to attempt to shift, attempt. Also ich werde so versuchen.
zu shiften. So, warum? Oder wenn es deutsche Shift-Hocker sind, dann meistens auch so, ich will nicht versuchen zu shiften. Ich will nicht gerade versuchen zu shiften und so. Es ist immer dieses Versuchen. So, man ist sich nie wirklich sicher. Und würde man denken, so, ich gehe jetzt shiften, so, wenn ihr jetzt so aus dem Haus geht und zur Schule geht, dann sagt ihr auch, ja auch nicht, ich versuche jetzt mal zur Schule zu gehen. Ich versuche mal auf den Weg zu gehen. Ich versuche aus dem Haus zu gehen. Nein, ihr wisst es und ihr macht es auch einfach. So, ihr geht einfach aus dem Haus und ihr geht in die Schule und ihr kommt auch in der Schule an. So, würde man es auch genauso mit dem Shiften machen und nicht sagen, ich versuche jetzt zu shiften, ich lege mich jetzt hin, oh, ich hoffe, ich komme in meiner DR an, sondern ich lege mich jetzt hin und ich shifte. Ich shifte, so, ich werde in meine DR ankommen, weil ich shifte. So, nicht mal nur dieses Affirmieren. Nicht, dass man es affirmiert, sondern dass man es wirklich weiß und dass man es halt wirklich macht, so. Ich habe auch ein kleines Beispiel sozusagen, um das, also um, was ich gerade versucht zu erklären, sozusagen ein bisschen zu beweisen. Also bei mir ist es so, ich habe ja nicht nur eine DR, aber ich habe sozusagen eine Haupt-DR, wo ich halt so am meisten hinschifte und auch am meisten hinschiften will. Und das ist halt so meine Marvel-MCU-DR. Und das ist auch wirklich so die größte, wo ich die meisten Änderungen habe. Aber ich habe auch so eine Relax slash Study DR. Es ist halt einfach eine DR, wo ich irgend so ein Apartment habe und ich bin einfach alleine und ich kann dort einfach relaxen, einfach dort hinschiften, einfach so, wenn ich Bock habe zu shiften, zum Beispiel, sagen wir, mir ist langweilig, kann ich einfach da hinschiften, kann dort ein bisschen chillen, kann irgendwelche Filme, irgendwelche Serien gucken, kann dort vielleicht, oder sagen wir mal vor einem Test, wir schreiben einen Test morgen in der Schule und ich habe es vergessen. Dann shifte ich da einfach hin, so den Abend davor. Und ich kann dann dort einfach, solange ich will, wenn ich möchte, eine Woche lang kann ich dort bleiben und kann dort einfach die ganze Zeit für diesen Test lernen und habe dort dann skripte ich einfach, dass ich alle Sachen, die ich für diesen Test, also alle Bücher, irgendwie Stifte, Hefte brauche, habe dort in dieser DR und dann kann ich dafür einfach die ganze Zeit lernen. Und das ist sozusagen für mich mehr so eine kleine DR. Also es ist einfach so, ja, kann ich hinschiften, kann ich wiederkommen, ne? Und diese Marvel DR ist halt schon so, wow, okay, eine krasse DR, so. Ich kann da hinschiften, dann bin ich einfach so mit jenen aus Marvel und den Avengers und so. Und da denkt man ja dann auch schon so, okay, Marvel DR, wow, krasse DR. Und dann so, okay, diese Study slash Relax DR, ja, okay, cool, kann man hinschiften. Und mir fällt das auch selbst auf, jedes Mal, wenn ich shiften will, also es ist öfter so, dass ich zu dieser Study DR shiften möchte. Dann ist es mehr so, ah, okay, ich shifte jetzt hin. Also für mich ist das viel selbstverständlicher, dass ich dort schneller hinschiften werde als in meine Marvel DR. Und ich habe auch von anderen mitbekommen, dass die gesagt haben, dass die schon so in so deren kleinen DRs schon hingeschiftet sind, aber in deren großen, sowas wie Harry Potter DR, Marvel, irgendwie irgendwelche Filme, irgendwelche Serien, dass die da noch nicht hingeschiftet sind. Aber irgendwie sowas war halt wie Study, DR, Relax, DR oder andere so kleine Sachen, zum Beispiel einfach irgendwas, wo man auf eine Schule geht, auf die man schon immer mal gehen möchte, ja. Dass die dort viel schneller hingeschiftet sind. Und das ist halt wieder dieses Mindset, weil man einfach denkt, ist eine kleinere DR und da komme ich viel schneller hin. Deswegen shiftet man da auch viel schneller hin. Ich bin noch nicht geschiftet, aber es ist halt so, wenn ich da hinschiften möchte, sehe ich das viel so als einfach leichter. Und ich glaube, man muss halt wirklich dieses Mindset ändern, dass jede DR gleich ist und dass es mega leicht ist zu shiften. So, da ist nichts Schweres dran. Man legt sich einfach hin, man shiftet und fertig. So, es ist nicht krass. Jeder kann es machen. Und ja, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Das ist, was ich so erklären wollte. Und ich hoffe wirklich, ihr versteht, wie ich das meine. Ja, Leute, das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Ich wollte das halt einfach nur nochmal so mit euch teilen, sozusagen. Euch nochmal einfach davon erzählen, weil ich glaube, dass das wirklich sehr hilfreich sein könnte. Und ja, ich hoffe, dass es geholfen hat. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und ja, tschüss, bis zum nächsten Video. Leute, ich habe noch vergessen zu sagen, dass falls ihr Fragen habt, ihr mir immer auf Instagram schreiben könnt. Und mein Instagram steht auf jeden Fall in meiner Infobox. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.